Ja! Habe ich alle. Habe ich alle? Komm schon. Ach, Mann, ey. Ich dachte, ich hätte jetzt alle. Meine Fresse. Wo sind die anderen Feiermachseiten? Mir fehlen doch noch höchstens ein paar. Oh. Das erklärt einiges. In diesem Teil von New York war ich bis jetzt. Bis dahin reicht New York. Oh, fuck. Das erklärt in der Tat so einiges. Ja. Das mache ich, wenn ihr wieder nicht dabei seid. Jetzt machen wir mit der Hauptquest weiter. Und ins Grenzland. Nach Valley Forge, wo er sich angeblich aufhalten soll. Der Spaß. Ich überlege gerade. Also, meine Überlegung ist gerade. Wenn wir uns entscheiden dürfen, wie ich mich dann entscheiden würde. Also wenn wir uns zwischen den Templern und Assassinen irgendwie entscheiden könnten. Wie würde ich mich dann entscheiden? Echt interessante Frage. Einfach nicht groß genug, mich zu kontrollieren. Der Fock kann so ein Pferd springen. Also ich glaube fast, ich würde mich für... Ja. Templar. Ist das 7? Ach, ich weiß es ernsthaft nicht. Gut, da kann der Rückpferd nicht durch. Dann ist er durch. Überhaupt. Dahin. Ist ja gut. Zu wissen, etc. Gibt's irgendwo ein Pferd für mich? Ne, das ist nur eine Kuh. Auf der Reihe. Auf der will ich nicht reiten. Vielleicht kann man mal wieder so ein bisschen passiv jagen. Keine Angst, ich werde euch nicht übermäßig langweilen. Aber falls mir ein Hase mal vors Messer läuft, warum nicht? Ne? Die Brücke hier kommt übrigens ziemlich bekannt vor. Ich glaube, dass wir uns hier gegen die britische Armee schon mal verteidigt haben. Ja, doch, glaub schon. Verdammt. Ein Pferd, sehr gut. Aber warum? Gefunden, Pferd gefunden, nächster. Was soll's? Es soll wohl nicht sein. Pferd. Ja. Ich gehe dem Geräusch jetzt einfach mal nicht nach. Und wir sind immerhin schon 400 Meter vorangekommen. Und haben einen sehr schönen Teil des Waldes, würde ich sagen, erkundet. Gefällt mir. Also würde ich schon auch mal einen Waldspaziergang machen.
Cross the street. Cross the street. Cross the street and run. Alles klar, hier gibt's Wolfies. Kleine Wolfies. Biber. Biber kann man gut jagen, Biber sind nicht schnell. So, dem Geräusch gehe ich jetzt dann doch nach. Ah ja, dachte ich mir doch. Frage ist nur, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich weiß es schon, aber den Biber wollte ich mir ja einfach nicht gehen lassen. Ich meine, ich könnte natürlich auch so einen Biber versklaven und ihn zwingen, mit dem Baum fällen. So, Dings. So, einmal hier hoch, bitte. Oh. Oder? Könnte... Ich probier's. Nein, klar nicht. Okay, how the fuck? Vielleicht sieht das alles nochmal anders aus, wenn wir oben sind. Da haben wir vielleicht besseren... Über... Boah, nee. Da drüben muss ich irgendwie dahin. Komme ich hier hoch? Glaub schon, ja. Ja. Oh komm, ich weiß doch. Ah, geht doch. Da haben wir die Feder. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, was wir Federn bringen, aber... Ja, wie soll ich sagen? Wayne. Ich werde sie trotzdem... Wahrscheinlich vielleicht bringen sie mir irgendeine Montur, so eine Indianermontur, könnte ich mir vorstellen. Oder, witzig wäre natürlich auch die Revelations-Montur. Da muss ich hier rumzulaufen. Warum ist dieser Zweig beleuchtet? Oha. Da hinten war es wieder. Ach, wir sollten denen doch die Vorräte zurückbringen. Ich frage mich, ob die die erreicht haben, die Vorräte. Also ob... Ach! So, Hayden, was hast du für uns? Was braucht das Vertrauen, wenn die Mission schon so wir heißt, wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei. Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der Siebenjährige Krieg.
Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Die Warnung würde ich fucking ernst nehmen. Nationales Missionsziel zum Boden drücken. Ich glaube, das geht, wenn ich auf dem Pferd sitze. Zeitlimit gibt es auch noch. Ja, wunderbar. Okay. Ach, das war nicht der Einzige. Schießt du vielleicht mal? Das wird ein Spaß. Dein Leben ist aus. Aus dem Weg, Hirsch. Die What the fuck? Die Spur des Luchses finden? Ach ja, richtig. Ja, nerv nicht. Sind nicht mehr als 8. Ich sollte dafür sorgen, dass das Dorf sicher ist. Ich wollte eigentlich nur meine Waffe ziehen. Ach ja. Ja klar, weil auf. Ich dachte, ich hätte. Oh, Alter. Ich dachte, ich hätte das Schwert in der Hand, verdammt. Das sind eine Menge Soldaten. Fuck, that shit. Eigentlich will ich ja nicht gegen Verbündete kämpfen. Wie gesagt, wenn mir schon so einer vor die Flinte läuft.